So, ihr Lieben, wir sind wieder da mit einem neuen kleinen Zwischenprojekt. Also es ist jetzt eher ein Quickie, könnte man sagen. Ja, wie wir hier lesen können, handelt es sich um eine ganz bekannte Fernsehserie, ne? Und ja, diese Farben werden uns auch Aufschluss geben. Nein, das ist nicht eine improvisierte Deutschlandflagge, sondern die Story, die weltbekannte, innovative und geniale Story von Icarus. Dieses Gerät, also das Ding hier, dieses Matchbox 20 Auto, also in Personen, ja, Verschleiß, ist euch sicher auch bekannt. Also Leuten in meiner Generation ist das jedem bekannt, dieses komische Ding hier, diese Great Icarus. Ja, ihr wisst jetzt ganz sicher, worum es sich handelt oder wovon ich hier eigentlich rede. Es sind die Go Go Power Rangers. Genau die. Und ich dachte, das spielen wir doch einfach mal. Das ist uralt, das Ding, das ist nicht besonders schwer, das ist fürs, ja, fürs NES. Und das ist noch fürs NES. Ja, ja. Und ja, jetzt gucken wir uns nicht nochmal das Intro an. Starten wir auf Normal. Also mit kleinen Fischen geben wir uns nicht mehr ab. Seit Little Samson. Mach ich das nicht mehr. Und ja, hier sehen wir die verschiedenen Arenen. Ja, wir haben freie Auswahl. A, B, C, D oder I. B, C oder D. Wie Dolly Buster sagen würde. Die Dolly der Dollys. Ja, wo fangen wir an? Fangen wir bei Area A an. Kommt uns auch irgendwo bekannt vor, ne? Die Aufteilung in Arenen. Areale, oder? Das ist die Mehrzahl von Area. Und da halten wir sie zum ersten Mal, unsere Urgruppe an Power Rangers. Der grüne Ranger, der ja Tommy hieß, wie wir ja alle wissen oder zu wissen glauben oder vermuten, ist nicht dabei. Der ist einfach nicht da. Ja, was war denn euer Lieblingsranger? Das würde mich mal interessieren. Das ist Kimberly, das ist Jason. Mal gucken, ob ich noch alle zusammenbringe. Das müsste Billy sein. Das war so ein Technik-Wutzi. Der hatte auch eine Brille, glaube ich. Zumindest manchmal. Das war die Trini. Wie ich nun weiß, weil mir das einer von euch erzählt hat bei Return of the Ninja. Da habe ich ja auch so viel von den Power Rangers gelabert. Und das hier war Safari Zachi. Ja, der hatte das Schwert, die hatte den Bogen. Warum ist das jetzt so eine komische Waffe? Ich habe keine Ahnung. Egal. Hat er auch ein Schwert gehabt? Sehr witzig. Der kann auch schießen. Ich weiß nicht mehr warum. Und die hatte auch irgendwie einen Superschlag, oder? Ich weiß nicht mehr. Jo, ich kenne das Spiel, deswegen weiß ich, dass eigentlich alle Ranger recht gut was taugen. Der kann sogar, also der schießt, ne? Das ist ja ganz nett. Aber am besten sind dann doch die glorreichen drei, die wir hier sehen können. Jason, Trini und Zachi. Oder Zechi, weiß nicht mehr. Ja, weil Kimberly ist Schrott. Die muss viel zu oft schießen. Da hätten wir Zachi. Ich nehme meinen Liebling Zachi. Yeah. In meiner schicken grauen Strumpfhose. Die Gegnervielfalt dieses Spiels lässt schwer zu wünschen übrig. Wir sehen eigentlich immer nur dieselben Gegner. Oh nein, die Schwerter verfolgt. Ja. Die Story vom Power Ranger war ja so genial. Ich weiß noch, als Kind, das fand ich toll. Ich habe das immer mit meinen Kumpels, ich hatte ja nur Kumpels, die Mädchen mochten mich nicht, immer nachgespielt. Warum die mich wohl nicht mochten, ich habe keine Ahnung. Ne? Ich bin doch so lieb und nett und... Ich schnitz dir die Kehle auf, du verdammtes Arschloch. Und du schießt nach mir. Was ist denn das hier? Riesenspinne. Tarantula! Und dem schieße ich mal. Schieße ich? Ja, dem stech ich in den Rücken. Oh, voll der Laser. Voll krass. Der macht einen auf mich selber, oder? Es sieht aus wie wir. So eine Sauerei. Ah, ein Herzchen. Das brauchen wir natürlich nicht. Ja. Yeah. Juhu! Das Spiel macht Spaß. Es ist jetzt zwar nicht die Innovation in Person, aber das macht Spaß. Und was wir gerade eingesammelt haben, war so ein super... Aua. Boah, der hat mich erwischt.
Die Sau. Kommst du? Nein, kommt nicht mehr. Ja, ist nicht gerade die Innovation in Spieleerlebnis, Perfektion, aber es macht Spaß. Und die Musik ist auch nicht schlecht. Finde ich jedenfalls. Es hat zwar immer dieselbe Musik im ganzen Spiel, aber ist ja egal. Man muss nicht immer ein Shatterhand erwarten. Ne? Aber dem voll in die Linse gehüpft. Aber egal. Go, go, Power Rangers. Ja. Wird derzeit, glaube ich, auch wiederholt, oder? Habe ich zumindest gelesen, dass das gerne mal wiederholt wird. Ja, das waren die guten alten 90er-jährig. Kinderserien. Und jetzt kommt das eigentliche Schwierige am ganzen Spiel. Der Endboss. Und wie wir ja wissen, verwandeln wir uns jetzt in so ein Zord oder Zord oder wie das Ding auch hieß. Nämlich so ein Super Matchbox 20 Menschenauto. Ja. Yeah. Das so hässlich ist, aber egal. Es tut seine Wirkung. Go, go, Power Rangers. War es nicht die falsche Musik hier, was die da abspielen? Keine Ahnung. Aber nun sind wir von Marvel. Oder Ravensburg. Oder beides. Ja, das ist jetzt der Fight der Spielzeugroboter. Wie hüpft denn der komisch rum? Bum, dem hau ich doch direkt in die Fresse. Immer mitten in die Fresse rein. Ihr seht unten eine Leiste, die sich auflädt. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Denn wenn ich jetzt Start... Oh, shit, das war jetzt weniger toll. Oh, jetzt wollte ich da was Wichtiges, extrem Wichtiges demonstrieren. Jetzt vermöbelt er mich. Okay, dann machen wir es mal. So, ich muss da ganz umständlicherweise Start drücken und nach rechts drücken. Das ist total bescheuert, aber egal. Jetzt sollten wir den mal langsam kaputt hauen. Aua, der hat uns jetzt erwischt. Oh, das dürfte ein knapper Fight werden. So. Ich will jetzt nicht schon verrecken, das wäre ungeschickt. So, nochmal. Ja, jetzt ist er gleich hier. Die Faustschläge ziehen leider Gottes was ab und jetzt haben wir ihn. Ja, yeah, diesen Spiegelmonster. Verschleißschnitt, egal. Ja, das war Gegner Nummer 1. Und Area A haben wir geklärt. Wir bekommen ein sexy Passwort, das wir uns sofort notieren auf dem Handgelenk. Wie das früher so üblich war. Yeah. Nun kommt Area B. Ich überlege gerade, ob ich das machen soll oder nicht. Die Arenen, sage ich jetzt einfach mal so, die sind ziemlich klein. Also es ist viel kleiner als bei Shadowhand. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt ein Video pro Level machen soll oder nicht zwei auf einmal. Ja, vielleicht gehe ich ja kaputt dann. Ja. Das ist ähnlich wie bei Turtles zum Beispiel, dass wenn wir jetzt einmal kaputt gehen oder so, dann fehlt uns der jeweilige Ranger. Ja, ich nehme mal Billy. Der Technik-Freak. Und ihr seht, der kann schießen. Im Prinzip ist egal. Aber der braucht bei... Oh, ich voll in die Linse. Habt ihr das gesehen? Das ist schon Sauerei. Der ist, am Ende steht immer der Fight mit dem Monster. Au, au, das war nicht gut. Mann, mit dem habe ich Schwierigkeiten. Also mit den schießenden Power Rangers habe ich irgendwo ein bisschen Schwierigkeiten. Weil die einfach viel mehr Schüsse einstecken als... Ach, fuck. So, so mache ich das, genau. Ja, die stecken viel mehr Schüsse ein als... die Gegner stecken mehr Schüsse ein als die Nahkampfbewaffneten Power Rangers. Ja. So, oh fuck. Oh. Ja, da muss ich hier zweimal den treffen, ne? Und normalerweise reicht einmal bei den. Bei Jason. Scott Lee. Übrigens habe ich gelesen, dass die Schauspielerin von Trini gestorben ist bei einem Autounfall. Ob ihr es glaubt oder nicht, das hat mich dann doch ein bisschen geschockt. Oh, das nehmen wir dankend entgegen, das Herz. Aua. Oh, diese verdammte Mine.
Oh Gott. So ein Duell der Feuerwaffen. Ich brauche mal wieder ein Herz. Oh, ich schieße jetzt einfach mal so in der Gegend rum. Hallo? Ach ja, komm her, du. Oh. Ho, 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 ho. Ah, ich weiß schon, was da für einer kommt. So. Der braucht sogar 3 Schüsse. Also Leute, nehmt es mir nicht übel, aber ich werde in Zukunft die Nahkampf Power Rangers nehmen. Weil sonst gehe ich hier unter. Eindeutig. Wobei, jetzt geht's ja gerade. So. Ich bin Billy. Ja, Billy war ja auch eher so der Technische. Oh Gott. Na super. So. Schießen wir das Ding ja mal ab. Und das ist jetzt auch recht doof. Wow. Mit dem muss man auch immer rücks... Oh, cool. Habt ihr das gesehen? Die können sogar hüpfen. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Also, so einen komischen Schlag machen da. Das ist ja toll. Ich halte sie zu sehr auf Entfernung. Glaube ich. Aua. Ja, jetzt macht das nicht mehr. Cool. Oh, ich bin gleich kaputt. Komm, spuck mal ein Herzchen aus. Das wäre cool, echt. Das wäre sehr cool. Herz. Nein, da gibt es mal wieder kein Herz. Scheiße. Wird's nicht kaputt gehen. Muss ich das von vorne machen. Der verträgt auch nichts. Aha. Oh! Okay, die schießen immer 2-mal. Und dann können wir sie umlegen. Also jetzt noch zu verrecken wäre übel, denn jetzt ist der feine Fight angesagt. Den machen wir jetzt noch. Dann mache ich das wie bei Shadowhand. Dann gibt's A und B jetzt im ersten Video und den Rest dann vielleicht aufgeteilt. Mal sehen. Ne? Oh, der hat ein Kanonenrohr im Gesicht. Das ist ja ein bisschen hinderlich bei der Partnersuche oder so. Ne? Go, go, Power Rangers! Oh, das ist toll. Ich hätte jetzt so wieder Lust, die Serie zu gucken. Wahrscheinlich fände ich sie jetzt ultra mega peinlich und total beschissen, aber... Ach, wie das so ist, ne? So. Wir drohen ihm mit unserer Matchbox 20 Super Marvel Faust. So, komm mal her. Na komm. Schlag mich doch. Bum, bum. So. Schießt noch um. So, jetzt kriegen wir Angst. Aua, shit. Das hat er ja mal 3-mal. So. Ja, komm. Das ist alles, was du drauf hast. Na komm. Jetzt langt er aber zu, da. Ich will euch mal zeigen, was passiert, wenn voll aufgeladen ist. Der macht nämlich nicht immer dieselben. Also der macht nicht immer dieselben Superattacken. Sondern die wechseln. So. Das kommt. Das zieht ihm natürlich auch dementsprechend mehr ab, ist klar. So, und das ist so ein Feuerstrahl. Ah, nur 2-mal. Ne, manchmal 3-mal, manchmal 2-mal. Ich weiß auch nicht. Und wenn er so Faustschläge drauf hat, ne, die ziehen dann schon was ab. Also, so ist nicht. So, jetzt sollten wir das Ding mal langsam beenden. So. Und sie aufpassen, jetzt hat er wieder so einen Superschlag da drauf. So, noch einen Schlag hat er. So. Ha, das war gut. Yeah. Spüre die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit von Grayskull. Ja, Area B, ihr Lieben, und die Zeit ist auch wieder rum. Daher sage ich, es sind noch 3 Arenen übrig. Sind es wirklich nur 3? Ha, wer weiß. Bye und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ciao und adiamos.